Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden regelmäßig Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Heute, Stier, wirst du das Gefühl haben, allwissend zu sein, als ob du allwissend wärst. Dein Energielevel wird durch die Decke gehen und die Menschen werden sich von dir beraten lassen. Du wirst mühelos Lösungen für ihre Probleme finden und es wird dir vorkommen, als läge dir die Welt zu Füßen. Mach dir diese kraftvolle Energie zu eigen und nimm deine Rolle als Quelle der Weisheit und Führung an. Wenn du mitten in der Nacht mit Angstgefühlen aufwachst, versuchst du am besten, wieder einzuschlafen. Wenn du das Bett verlässt, verschlimmert sich die Angst eher noch, deshalb ist es ratsam, im Bett zu bleiben und das Licht auszuschalten. Wenn die Angst weiter besteht, kann Lesen helfen, deinen Geist zu beruhigen. Es ist jedoch wichtig, dass du dich tagsüber mit der Ursache deiner Angst auseinandersetzt. Nimm dir etwas Zeit, um nachzudenken und zu verstehen, was diese Gefühle auslösen könnte. Regelmäßiger Sport kann ebenfalls dazu beitragen, Ängste zu bewältigen und ihre Intensität zu verringern. Achte auf die E-Mails, die heute in deinem Posteingang landen. Bemühe dich, auf telefonische Nachrichten und schriftliche Anfragen umgehend zu antworten. Es kann sein, dass du in einer dieser Mitteilungen eine wichtige Information erhältst, die du auf keinen Fall verpassen darfst. Achte genau darauf und sorge dafür, dass du den Überblick über deine Korrespondenz behältst. Was dein Liebesleben angeht, deutet die aktuelle Planetenkonstellation darauf hin, dass dich heute ein aufregendes Erlebnis erwartet. Wenn es möglich ist, verabrede dich für den Abend, denn es verspricht ein reizvoller Anlass zu werden, bei dem du und dein potenzieller Partner euch prächtig verstehen werdet. Die aufrichtige Wärme zwischen euch wird spürbar sein und die Verbindung wird stark sein. Genieße diese wunderbare Interaktion und lass sie dir Freude und Erfüllung bringen. Außerdem kannst du dich darauf gefasst machen, dass du einen großzügigen Geldfluss erhältst, der dir ein solides Fundament für deine zukünftigen Unternehmungen verschafft. Vertraue auf das Wohlwollen des Kosmos und nutze diese glückliche Gelegenheit weise. Dein finanzieller Horizont erweitert sich, und der Wohlstand ist auf dem Weg. Ergreife den Moment und mache das Beste aus dieser positiven finanziellen Entwicklung. Wenn der Steinbock-Vollmond mit Merkur in Verbindung steht, ist das eine gute Gelegenheit, dich wieder mit einem leidenschaftlichen Projekt zu beschäftigen. Wenn du dich in letzter Zeit energielos gefühlt hast, kann das Eintauchen in etwas, das dich begeistert, deinen Enthusiasmus für das Leben erneuern. Nimm dir den ganzen Tag über Zeit und vermeide es, dich durch Aufgaben zu hetzen. Sei vorsichtig mit Multitasking, denn das kann zu Überforderung führen. Außerdem ist es ratsam, sich nicht mit Autoritätspersonen anzulegen, da du dich sonst machtlos oder eingeschränkt fühlen könntest. Wenn du heute vor Herausforderungen stehst, solltest du sie direkt angehen, anstatt sie aufzuschieben und später zu lösen. Abschließend möchte ich sagen, dass du das Gefühl von Allwissenheit und Energie, das dich heute umgibt, genießen solltest. Teile deine Weisheit und deinen Rat mit anderen, die dich um Rat fragen. Kümmere dich um deine Ängste, indem du Entspannungstechniken anwendest und die Ursachen während des Tages ansprichst. Behalte deine Kommunikationskanäle im Auge, denn es könnten wichtige Informationen auf dich zukommen. Genieße eine wunderbare romantische Begegnung, wenn sich die Gelegenheit ergibt, und genieße die Wärme und Verbundenheit. Mach das Beste aus den finanziellen Möglichkeiten, die sich dir bieten, und nutze sie weise für zukünftige Unternehmungen. Nimm deine leidenschaftlichen Projekte wieder auf und erlaube ihnen, deine Lebensfreude neu zu entfachen. Gehe den Tag mit Geduld an, vermeide Multitasking und gehe Herausforderungen frontal an.
Nimm die Kraft und die Möglichkeiten dieses Moments an. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Nun ziehen wir noch zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die zwei Karten, die heute gezogen wurden, sind die Acht der Stäbe und der Hierophant. Die Acht der Stäbe steht für schnelles Handeln, Fortschritt und den Fluss der Energie. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute einen Schub an Schwung und Vorwärtsbewegung erleben könntest. Sie steht für eine Zeit der schnellen Entwicklung, der Expansion und des Potenzials für schnelle Lösungen. Diese Karte ermutigt dich, die Chancen, die sich dir bieten, zu ergreifen und entschlossen zu handeln. Die Acht der Stäbe erinnert dich daran, auf den natürlichen Fluss der Ereignisse zu vertrauen und den Moment zu nutzen. Sie steht für eine Zeit der verstärkten Kommunikation, des Reisens oder der raschen Umsetzung von Plänen. Zusammen mit der Acht der Stäbe haben wir den Hierophanten. Diese Karte steht für Tradition, Spiritualität und Führung aus höheren Sphären. Sie steht für eine Verbindung zu etablierten Glaubensvorstellungen, Ritualen und Wissenssystemen. Der Hierophant erinnert dich daran, Weisheit und Führung bei vertrauenswürdigen Quellen oder spirituellen Praktiken zu suchen. Diese Karte ermutigt dich, deine Werte zu ehren, deinen spirituellen Weg zu gehen und dich von Menschen leiten zu lassen, die Erfahrung und Weisheit in Bereichen haben, die dir wichtig sind. Der Hierophant steht für eine Zeit des Lernens, der Suche nach tieferem Verständnis und der Suche nach Orientierung durch etablierte Strukturen oder Lehren. Die Acht der Stäbe und der Hierophant bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Die Acht der Stäbe betont schnelles Handeln und Fortschritt, während der Hierophant die Aufmerksamkeit auf Tradition und spirituelle Führung lenkt. Mach dir heute die Energie der Stabsacht zu eigen, indem du offen bist für schnellen Fortschritt und schnelles Handeln. Vertraue auf den Fluss der Ereignisse und ergreife die Chancen, die sich dir bieten. Achte auf effektive Kommunikation und schnelle Lösungen in deinen Interaktionen und Plänen. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Hierophanten, indem du dich von vertrauenswürdigen Quellen leiten lässt und deinen spirituellen Weg befolgst. Verbinde dich mit etablierten Glaubenssätzen oder Wissenssystemen, die mit dir in Resonanz stehen. Suche nach Weisheit und tieferem Verständnis in Bereichen, die für dein persönliches Wachstum und deine Entwicklung wichtig sind. Diese Deutung steht für einen Tag des schnellen Handelns, des Fortschritts und der spirituellen Führung. Mach dir die Energie der Acht der Stäbe zu eigen, indem du entschlossen handelst und auf den Fluss der Ereignisse vertraust. Lass dich von der Weisheit des Hierophanten leiten und gehe zielstrebig und spirituell ausgerichtet durch den Tag. Denke daran, offen für die Gelegenheiten zu sein, die sich dir bieten, und lass dich von vertrauenswürdigen Quellen beraten. Nimm den Schwung der Acht der Stäbe an und achte gleichzeitig auf deine Werte und deinen spirituellen Weg. Wenn du die Qualitäten der Stabsacht und des Hierophanten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von Geschwindigkeit, Wachstum und einer tieferen Verbindung zu deinem spirituellen Weg bewältigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Links findest du eine Schlafhypnose für schnelleres und sanfteres Einschlafen. Rechts findest du dein aktuelles Wochenhoroskop. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Bis bald!